Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Destiny 2 Video. Der Contest Mode von Crotas End ist nun vorüber und für mich gab es natürlich auch genügend Zeit, sich hier und da ein wenig umzuschauen. Darum gehen wir heute in diesem Video auch auf eins der ersten Dinge ein, die euch extra Loot im Raid ermöglichen. Wie in den vorigen Raids gibt es auch bei Crotas End eine extra Truhe, die euch am Ende des Raids mit einer garantierten Red Border Waffe beschenkt. Hierfür müsst ihr im Raid bei drei Standorten jeweils eine von zwei Statuen aktivieren. Die richtige Statue könnt ihr am Anfang gut erkennen, geht dafür einfach nach vorne an die ungebaute Brücke und schaut euch von links nach rechts und anschließend nach unten einmal um. In diesem Fall hätten wir die Kombination rechts, links, links. Aktiviert wird aber hier immer aus der Spawn-Richtung. Um euch die Suche natürlich nach den Statuen zu ersparen, hier einmal alle Locations mit der rechten und linken Position. Nun, ich hoffe, ich konnte euch somit wieder ein wenig weiterhelfen. Bei Fragen immer rein damit natürlich in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbar guten Grind.